Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu This is the Police. Nee, diesmal hören wir keine Musik. Ich kriege die Krise, wenn ich dabei Musik höre. Okay, egal wie Sie persönlich zur Verwaltung der Stadt stehen, Ihre Polizeipräsidium hängt von Ihrer Gnade ab. Um vernünftige Arbeitsbedingungen zu erhalten, müssen Sie dem Bürgermeister angemessene Anfragen vorlegen. Das ist das Problem. Die Entscheidungen der Stadtverwaltung hängen davon ab, ob man dort mit ihrer Arbeit zufrieden ist oder nicht. Die Narren, die die Stadt lenken, können alles direkt ablehnen oder nur ein paar ihrer Anfragen durchwinken. Also bitten Sie nur um das, was Sie wirklich brauchen. Freie Stelle Polizist, erweiterte die Belegschaft anfragen, freie Stelle Detectives, Gehaltserhöhung, SWAT-Verbesserung. Ich würde gerne mehr Bullen haben, also mehr Polizisten haben. Aussenden. Schließen, los geht's. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Jeden Morgen schläft ein dreckiger und nach Urin stinkender Obdachloser vor dem Café. Der Mann weigert sich wegzugehen und knurrt jeden an, der sich nähert, was die Kunden verängstigt. Ja, ich würde denke mal, da reicht er und er reicht dafür. Raub. Eine Zeugin hat von ihrem Fenster aus gesehen, wie ein bewaffneter Mann mit einem Damenstrumpf über den Kopf einen Alkoholladen in der Nähe betreten hat. Okay, da brauchen wir mal etwas Größeres. Hier ist Ihr wöchentliches Gehalt. Oh, die Stadtverwaltung hofft, dass Sie uns nicht enttäuschen. Toll. 311A in progress. Gewaltsame Auseinandersetzung. Ein Hotdog-Verkäufer berichtet, er habe Elvis-Imitatoren auf dem Gehsteig miteinander kämpfen mit dem auf dem Gehsteig. Dann kämpfen sehen sie fluchen auf Spanisch und schlagen mit Mikrofonständern aufeinander ein. Ja. Ah, schade, ist entkommen. Ah, der Laden hat zwei Ausgänge, aus denen bereits einige Leute geflohen sind. An die Hintertür anschleichen, den Laden durch den Haupteingang betreten, einen Streifenwagen direkt durch das Schaufenster fahren. An die Hintertür anschleichen. Der Räuber ist auf die Polizisten aufmerksam geworden und hat den Kassierer als Geisel genommen. Er hat eine Waffe auf den Kopf der Geisel gerichtet und ruft: Zieht euch zurück oder ich blase ihm seinen verdammten Kopf weg. Währenddessen schreit der Kassierer in einer unbekannten Sprache. Ruhig auf den Räuber anlegen. Ruhig, Abdul, du machst das nur noch schwieriger. Du in der Maske, Klappe halten und Waffe fallen lassen. Genau, ruhig, erstmal ruhig. Du machst es nur noch schwieriger. Der Räuber wird sichtlich nervös. Nicht schießen, bitte. Ich brauche nur das Geld. Ich werde mir ein wenig nehmen und verschwinden. Ich habe niemandem wehgetan. Der Kassierer beginnt zu weinen. Auf den Räuber schießen. Ich lasse dich hier abziehen, aber nur, wenn du die Geisel freilässt. Zwei Wege führen aus dem Laden raus. Einer in Handschellen, einer im Leichensack. Ich lasse dich hier abziehen, aber nur, wenn du die Geisel freilässt. Beamter getötet! Nein, Roy! Oh nein, Schiss. Jack, dieses Jahr haben die Organisatoren der goldenen Monsterjagd plötzlich die Regeln des alljährlichen Schießwettbewerbs geändert. Jetzt muss man in Teams anstatt einzeln antreten. Können Sie mir zwei Ihrer besten Schützen schicken? Ich würde wirklich gerne gut in den Wettbewerb abschneiden. Oh mein Gott, heute ist es heiß und die Leute gehen schwimmen. Letzte Woche sind 4 Leute am Freeburg-Stränden ertrunken und die Presse war aufgewühlt. Bitte schicken Sie jemanden, der ein Auge darauf hat. Ja, komm. Er. 311 in progress. Mein Gott, ich muss erstmal hier. Ah.
Mein Gott, ich habe gar nicht so viele Leute gerade. Zerstörung von Privateigentum. In der Ausstellung einer Kunstgalerie mit dem Titel Sex Operation verschaffte sich eine Truppe junger Leute in Skimasken Zutritt und hat begonnen, die Ausstellungsstücke zu zertrümmern und zu rufen, wir brauchen solchen Mist in unserer Stadt nicht. Oh Gott. Ja, schicke ein. Ich habe keine Wahl. Ich muss erstmal warten, bis hier welche zurückkommen. Da ist der Täter auch entkommen. Mein Gott, Leute, was ist denn los mit euch, ey? So. Die sind dahin. Raub. Bei Bao Liang wurde eine antike chinesische Kette gestohlen, als sie auf dem Weg zum Pfandleiher war. So. Alle sind heute entkommen heute, ey. Das ist ja schlimm. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade gemacht habe. Vandalismus. Ein Wächter hat in seiner Raucherpause gesehen, wie ein Teenager Obszönitäten an die Gebäudewand schmierte. Ich habe die Ratte auf einen Baum gejagt. Jetzt können sie übernehmen. Toll. Ich habe nur einen. Jetzt hätte ich zwei. Ermittlungen. Ich würde... Fall neu öffnen, bitte. Packe ihn da jetzt hin. So. So, wir haben es geschafft, Boyd. Wir haben gewonnen. Dieser Ernest weiß wirklich eine Menge übers Schießen. Hat uns sogar noch ein, zwei Dinge beigebracht. Er hat uns auf eine Jagd eingeladen, um den Sieg zu fahren. Also nehmen wir uns einen Tag frei. Das haben wir uns verdient. Macht ruhig. Ist eh gleich Ende. So. Zu dem Dingens. Boy Dingsbums. Das Opfer. Ich und mein Mann sind in einer schwierigen finanziellen Situation geraten und ich wollte eine antike chinesische Halskette verpfänden, die schon seit Jahrhunderten in meiner Familie vererbt wird. Als ich damit auf dem Weg zum Pfandleiher war, riss mir jemand meine Tasche von den Schultern und rannte weg. Ich konnte nicht schnell genug reagieren und irgendetwas tun. Nicht mal schreien. Dann der jetzt kommt Zeugen. Der Täter fuhr ein Motorrad, er fuhr die Straße runter, griff sich die Tasche und entkam damit. Ich habe versucht, hinter ihm herzurennen, aber ich konnte nicht einmal sehen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Und ich konnte sein Gesicht nicht sehen, aber er hatte so eine Jacke an, wie die anderer Biker, die an der Kreuzungen rumhängen. Und das war auf keinen Fall ein Biker aus der Gegend. Die sind kahlköpfig und haben Bärte, aber dieser Kerl sah asiatisch aus, vermutlich Japaner oder Chinese. Und ich habe keine Waffe in seiner Hand gesehen, nur wie er die Tasche gegriffen und weggefahren ist. Gut. Gut. Ja gut, Hauptsache er wurde nicht verletzt. Sieht aus, als würde morgen ein langer Tag werden oder besser der erste von vielen langen Tagen. Es passiert einfach zu viel gleichzeitig. Ja. Oh, wir haben jemanden verloren. Da habe ich viel zu viele Leute. Kann ich die nicht irgendwie zurückschicken oder so? Ach so, ich kann die auf dem... Aber ich würde die gerne so... Ah, ja, wenn der dran ist, dann kann ich... Okay, dann kann ich so rüberschicken. Gut, kann ich denn hier noch irgendwas... über die Leute herfahren? Nee. Tag 6, 20. Juli, Samstag. Thomas Blaine, schwangeren Mörder in Psychiatrie eingeliefert. Bürgermeister Rogers hat keine Angst vor der Konkurrenz und Bürgermeister Rogers unzufrieden mit Polizei. Ja. Lief auch nicht gut. Mr. Boyd, there was a man here earlier. He left you this. A man?
What man? Who let him on this floor? I don't know. I've never seen him before. I asked him his name, but he just ignored me. He was talking on a big telephone, you know, one of those portables. He gave me this envelope and left. Damn. Okay, let's see about this. Ei. Sie haben Fotos. Of course, they could have shot them the second they took the photo. But I knew Kendrick and his family were all right. Either way, the message was not that they got out. It meant that I was in. My servitude to the Mafia had begun. I'd only been in my new position 5 seconds, and I already knew why Kendrick called it a contract. You sound doomed if you call it what it is. A curse. Boyd. Good morning, Jack. I believe you just received my message. Who am I speaking with? Oh, I'm sorry. I forget some people don't recognize my voice. But I assure you, Jack, if I was sitting right there in front of you, you'd have no trouble recognizing me. Like I was a member of your family. Even better than a wife, perhaps. A wife can betray you. No man is immune. I don't talk to people who don't tell me their names. Oh, Jack, don't be so childish. You're too old to run away from strangers. Yes, we both are. And in our old age, friendship becomes rare and all the more precious. But of course, we must work with new people and find out new names. So if you insist, Jack, let us formally meet. Hello, Jack Boyd. I'm Christopher Sand. Wonderful, Mr. Sand. And what is it you do for a living? Oh, you'll soon find out all about that. Well, you'll learn much more than a simple policeman could ever expect. You're a simple policeman no longer, Jack. Don't turn off your phone. You start today. Eight in ten. It's been my go-to principle since my first day on the job. I've got to let my colleagues hush up what they need to, 2 out of 10 times, so that they'll help me with the remaining 8. 80 out of 100, 800 out of 1,000. I'm proud of those statistics. It's not so bad for Freeburg, right? But now I just officially became a mafia whore. I'm supposed to be fearing for my life, for the lives of my wife and children. But the only thing I can think, what's gonna happen to 8 and 10? Ein paar Freunde haben mich gefragt, ob ich ihnen ihrem Tierheim aushelfen kann. Die haben viel zu wenig Leute. Kann ich den Tag frei haben? Ja. Aber komm morgen wieder. Ach, ist nur einer. Schön. Was bedeutet dieses A eigentlich? Egal. Ich kann... Nee, keine Musik. Strafe, oh. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass Sie mit der Effizienz der Freeburger Polizei nicht zufrieden sind. Wir kürzen das Budget. Oh, Sie verlieren einen Jobplatz. Wenn ein besetzter Platz gelöscht wird, wird automatisch ein Angestellter gefeuert. Das ist hart. Kann ich denn überhaupt jetzt noch einen einstellen? Ja, ich kann einen Polizisten einstellen. Okay, los geht's. Freie Stelle, Polizist. Die Stadtbewohner kann ihrer Anfrage derzeit nicht nachkommen. Das kann doch nicht sein.
Müssen sie aber. Sie müssen zwischen Anfragen an die Stadtverwaltung 5 Tage... Boah, bist du nicht... Oh. Versuchter Mord. Ein junger Angestellter in der Fabrik geriet mit dem Besitzer in den Streit und versucht nun, ihn in einen Bottich mit kochender Schokolade zu stoßen. Oh. Müssen definitiv 2 hin. Asano und Yankee. Kommt nichts rein gerade? Hallo? Sie haben ihn. Sehr schön. Autodiebstahl. Der Parkplatzwächter Dylan Burns meldet... Dylan. Oder? Burns meldet, einen Teenager zwischen Autos herumwandern gesehen zu haben, der in der Hoffnung auf ein unverschlossenes Fahrzeug alle Türgriffe ausprobierte. Bevor der Wächter ihn stellen konnte, fand er eine unverschlossene Tür und schloss sich im Wagen ein. Wenige Sekunden später raste er mit quietschenden Reifen vom Parkplatz, wobei er die Höchstgeschwindigkeit weit überschritt. Er floh in Richtung Vorstadt. Da könnte ich jetzt 3 hinsetzen, mache ich aber nicht. 2 reichen. Dann nehmen wir die Gotchi und die Tsubaki wieder. Die beiden sind ein gutes Team. Okay, mehrere Beamten konnten den Aufenthaltsort des Autodiebes ausfindig machen. Den Verbrecher überholen, versuchen ihn zu verhaften, zum gestohlenen Wagen aufholen und das Feuer öffnen, den Dieb überholen und die Straße blockieren. Schön, hat funktioniert. Geiselnahme. Ein weinendes Kind hat angerufen und gesagt, dass es von jemandem gegen seinen Willen festgehalten würde. Sie wollen mich nicht auch rauslassen. Sie quälen mich. Ich glaube nicht, dass ich durchhalte. Ich will raus und Pete sehen. Das ist nur was, ne? Schicken wir hier die Asano dahin, alleine. Das reicht. Das ist nur die Eltern. Es hat wahrscheinlich Stubenarrest. Arrest, dieses kleine Kind. Und will wahrscheinlich nur zu einem Kumpel. Also zu einem Freund. Was ist eigentlich mit den Ermittlungen hier? Komm, packen wir da alle rein. So. Diebstahl. Wir haben einen Anruf von einem wütenden Casino-Gast erhalten. Er behauptet, dass eine der Angestellten, die am Spieltisch herumhing, seinen Portemonnaie mit mehreren $1000 in Bar und mehreren Kreditkarten gestohlen hat. Die Sicherheitskräfte des Casinos haben ihn rausgeworfen und gesagt, er sei betrunken, aber der Mann gibt nicht so leicht auf. So, da schicken wir 2 hin. Da könnte der Pfahl und der Hotten. Der Hotten hin. Hotten. Geiselnahme. Falscher Alarm. Lorries Mutter wollte ihn nicht zum Spielen gehen lassen, bevor er nicht sein Brokkoli aufgegessen hatte. Wisst ihr? Sag ich doch. Falscher Alarm. Jack, wir haben hier einen Fall von einem Idioten, der seine Schulden nicht bezahlen will. Er sagt, dass die Polizei ihn schützen wird. Ich denke, wir sollten ihm zeigen, auf wessen Seite die Polizei wirklich steht. Dann schicken wir den Yankee. Ist heute aber nicht viel los. Letztes Mal war mehr. Können definitiv noch einige dann morgen zur Arbeit antreten.
Angriff mit einer tödlichen Waffe. Ein Sicherheitsmann hat auf einem Parkplatz einen verdächtigen aussehenden Lieferwagen angehalten und darum gebeten, die Mitgliedskarte der Fahrerin zu sehen. Die Fahrerin tat so, als würde sie eine Karte aus dem Handschuhfach holen, zog stattdessen aber eine Waffe hervor und eröffnete das Feuer. So, da schicke ich jetzt die Scotchy hin, die Tsubaki und die Asano. Schicke ich jetzt die dreimal hin. Vielleicht wird das ja noch was. Angriff mit ein Streifenwagen hat den Lieferwagen des Täters eingeholt. Dem Verbrecher die Reifen zu schießen, versuchen den Lieferwagen von der Straße zu drängen, den Lautsprecher an zum Lieferwagen anhalten, dem Verbrecher die Reifen zerschießen. Da bin ich für. Der Lieferwagen nimmt eine Kurve zu eng und bricht durch das Fenster eines Sexshops. Eine Frau steigt aus dem Fahrzeug, packt den Verkäufer und hält eine Waffe an seinen Kopf. Eine aufblasbare Sexpuppe auf die Angreiferin werfen. Lassen Sie den Mann sofort los, die Verbrecherin in den Kopf schießen. Lassen Sie den Mann sofort los. Wir haben es geschafft. Sehr schön. So, da können aber wirklich einige antreten für morgen. Das ist gut. Raub. Ah, Detective Case. Ermittlungen eröffnen. Erstmal schließen. Und der Mord. Da ist auch noch ein bisschen was dazu gekommen. Das ist sehr schön. Kann ich denn jetzt so rausgehen hier aus der... Kommt da jetzt noch wie was oder was? Wie lange geht denn die Schicht? Ah, so. Okay. So, wer hat denn jetzt noch sehr viel Energie? Asano hat auch definitiv noch sehr viel Energie. Für morgen auf die Arbeit bestellen. Ja. Eins, zwei, drei, vier... 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. So können wir arbeiten. Tag 7, 21. Juli, Sonntag. Rassistische Gangs haben freie Hand in der Stadt. Zwei Wolkenkratzer für Freeburg. Ermittlungen gegen Francis Kendrick könnten wieder aufgenommen werden. The people of Freeburg have built up a tolerance for the petty horrors of modern life. You'll never see crowds gathering around a beaten passerby. Folks rarely even slow to gawk at a car accident. And street theft doesn't turn heads anymore. Been a long time since people got worked up about stuff like that. So when I ran into a troubled crowd on the way to work, I knew there was something serious going on. Something bad enough to knock these people out of their daily rhythm. And we're talking about people who would step over a corpse if it was blocking the door to the coffee shop. But apparently all it takes is a bunch of leaflets, or spreading broken glass across Main Street, or releasing a couple of hundred rats in the ice arena. The mysterious figure taking responsibility for these strange acts goes by the alias Robespierre. Nobody knows who he is, what he wants, or what all this adds up to, from the buckets of lard spread on the sidewalk to the front door of City Hall covered with ostrich feathers. But this strange cross between childhood pranks and cheap theatrics has got the people all worked up. Everyone understands when some Freeburg crook satisfies the basic human need to rob and kill. But when someone steals a lion from the local zoo and locks him in a cell below the courthouse, the people start asking questions. Allerdings. Myself, I kind of like this Robespierre. It's not just the pranks he's pulling or his green bull's head emblem. I just like his funny nickname. Robespierre? Really? Who does that make me? The Marquis de Lantenac? I don't think so.
In the old books about revolutions, I fancy myself the old gunner who goes off to war with a bag of damp powder. Or maybe the innkeeper who tops up the beer kegs with mop water. It's something to think about. Martin Stett ist ihr neuer Stellvertreter. Trevor ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Trevor! Fahl ist heute nicht zur Arbeit gekommen. In meinem Haus sind ein paar Rohre beschädigt und ich muss auf den Klempner warten. Kann ich mir frei nehmen? Und dann habe ich ja gar keine Leute mehr, ey. Aber ich denke da an die... Ich denke da an die gute Frau, ne? Ich weiß selber, wie das ist, wenn man einen Rohrbruch hat. Ja. Ja gut, Tag beginnen, ne? Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Neue Platten können als Geschenk oder als Dankeschön für ihre Dienste erhalten werden. Aber warum warten, wenn sie ihre Sammlung jetzt schon aufstocken können? Nee, danke. Nein, nein, ich will nicht. Im Katalog von Ulrich List könnten sie immer eine umfassende Auswahl finden, die aber niedrigsten Preise bestellen, sparen. Ja, 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 gut. Nein, will ich aber nicht. Ich möchte keine Musik hören jetzt dabei. So, wir fangen an, Leute. Die Mafia kann Ihnen einige sehr hilfreiche Dienstleistungen anbieten. Sie sind inzwischen praktisch ein Mitglied der Familie, also wird es Sie kaum etwas kosten. Ah je. Notruffalle. Die Mafia wird einen falschen Notruf abgeben und alle Beamten, die am Tatort eintreffen, werden getötet. Bis zu 3 Polizisten. Oh mein Gott, also wenn ich die loswerden will. Ermittlungsfalle. Die Mafia wird eine besondere Ermittlung fälschen und die Detektive der Tatort töten. Nur ein Detective. Drohung. Die Mafia wird Mitglieder des Komitees von der Anhörung im Büro Staatsanwaltschaft. Okay. Brauche ich aber jetzt nicht. Ihr neuer Stellvertreter ist kein Kendrick, aber auch nicht so nutzlos, wie es scheinen mag. Er kann einige ihrer Pflichten übernehmen, wenn bei ihnen die Zeit knapp wird. Aber sie müssen das Mittagessen ausgeben, zusammen mit anderen Spesen. Mhm. Okay. Achso, Stellvertreter. Polizei ihre Angestellten zur Ausbildung schicken. Grillfestangestellten zu einer lockeren Freiluftparty schicken. Spitzel erneuern. Einen Spitzel anheuern. Einen Angestellten bezahlen, für sie Informationen einzuholen. Ja, komm, machen wir das. Ach, 3000 muss ich dafür... Oh, nee. Nee, nee. Ja, Polizeistatistiken. Bester. Verstorben einer bis jetzt. Aha, aha. Ja gut, ich habe jetzt aber erstmal nichts. Ich habe jetzt erstmal nichts. Ich warte jetzt erstmal. Bis hier irgendwas auftaucht. Diebstahl. Der Verkäufer im Schuhladen berichtete, dass 2 Teenager die teuersten Schuhe im Laden ausfindig gemacht und dann anprobiert hätten und ohne zu bezahlen mit den neuen Schuhen an den Füßen aus dem Laden zu rennen. Ja, dann nehmen wir die Asano mit und den Smadi. Den Samadi meine ich. Das ist ja wahrscheinlich nicht weit. Ich habe voll Hunger, ey. Ich wollte eigentlich noch länger aufnehmen, aber ich glaube, ich muss gleich erstmal die Aufnahme beenden. Ich habe so Kohlapf. Die Teenager stehen nicht weit vom Laden entfernt herum, rauchen und bewundern ihre neuen Schuhe. Höchste Zeit, die Schuhe zurückzubringen. Versuchen, einen der Jungs zu packen. Ey, habt ihr mal eine Zigarette? Ja, komm. Super, hat funktioniert. Versuchter Mord. Ein Mann ist früher als üblich von der Arbeit nach Hause gekommen und hat seine Frau mit ihrem Liebhaber im Bett vorgefunden. Eine Hausangestellte hat die Polizei gerufen, als sie sah, wie der Ehemann ein Jagdgewehr aus dem Wandschrank holte. Oh. Da schicken wir mal die beiden. Stadtverwaltung, heute findet in Freeburg die Premiere von Zurück in die Zukunft statt. Was? Die Premiere? Der Verleih des Films hat die Stadt darum gebeten, einen Beamten zum Eingang zu schicken und sicherzugehen, dass die Besucher keine Kameras mit in die Kinos nehmen. Ach so, ja dann. Das kann der Bursch erledigen. Versuchter Mord, alles funktioniert.
Ermittlungen. Lass mal eben gucken, was da los ist. Details. So, wir haben ein paar Sachen gefunden. Aber ich glaube, Schnappschuss im Ablauf einfügen. Ah. Warte mal, ihr Auto vorbeigefahren, hat eine Maschinenpistole geschossen. Ich habe nicht viel gesehen. Maschinenpistole, ne? Ich habe nur ein paar gedämpfte Schussgeräusche gehört. Kein Auto erinnern. Ruhig, ich habe keine Schüsse gehört. Das könnte wirklich dann ein Schalldämpfer gewesen sein. So. Der Verdächtige ist Travis Horton, ein bekannter Rassist mit mehreren Vorstrafen. Wir haben den Fall gelöst. Ihre Detectives haben Hinweise auf den Aufenthaltsort des Verdächtigen. Manchmal können davon mehrere zur Auswahl stehen. Ja, aber heute haben wir einen. Um die Verhaftung durchzuführen, müssen zwei Polizisten den leitenden Ermittler begleiten. Wenn der leitende Ermittler nicht im Dienst ist, wird die Verhaftung warten müssen. Aber denken Sie daran, dass Flüchtige nicht geduldig abwarten werden, bis ihre Stundenplan in Zukunft zulässt. Denken Sie auch daran, dass Kriminelle unterschiedlich reagieren werden. Ein verängstigter Dieb wird sich eher ergeben, sobald er keinen Ausweg mehr hat. Ein brutaler Mörder wird vielleicht sehen wollen, wie viele er noch mitnehmen kann. Bei gefährlichen Kriminellen ist es sicherer, erfahrene Polizisten zu schicken oder sogar das SWAT-Team, falls sie es für nötig halten. Ich nehme den und nehme das SWAT-Team mit, vorsichtshalber. Ich kann jetzt noch nicht. Und dann nehme ich den, die Asano noch mit. Dann gucke ich nochmal bei Ermittlungen rein. Details. Er kam, nahm und fuhr. Kuanlin, chinesische Einwanderin, vor kurzem der Universität verwiesen. 412A in progress. Ein junger Vater, dem das Erziehungsrecht entzogen wurde, hat versucht, seine Tochter von der Schule abzuholen. Als ihm der Zutritt verwehrt wurde, griff er eine Lehrerin an, stieß sie zu Boden und begann, auf sie einzutreten. Das ist aber gar nicht nett. Das ist wirklich nicht gut. Muss mal eben kurz warten, bis hier irgendjemand weg ist. Jack, heute haben wir um Gebäude der Ingenieurwissenschaften etwas bei 22.09 laufen. Wir wollen doch nicht, dass Polizisten bei der Party stören. Ich denke, um 22.09. Okay. Laufen. Oh, ich muss Schluss machen, Leute. Ich sag da mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.